Guten Morgen, es ist immer noch vor 2:45, aber ich bin jetzt wieder wach. Ich habe ganze 0 Minuten geschlafen. Und das ist schon echt lohnenswert. Und Safe State. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben und habe noch kein Safe State wieder losgemacht. Habt das gemerkt? Oh, da ist wieder so ein Ding, mit dem wir das hier aufkriegen. Falls ihr euch fragt, was das hier für eine Form hat, ich habe selber keine Ahnung, was das für eine Form sein soll. Und wie das unbekannte Objekt in Wirklichkeit heißt, sage ich auch nicht. Wirkt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Aber wir können uns mal heilen, selbst wenn die Statue schon so abgefrackt ist. Ja, abgefrackt. Nicht das Wort ohne R. Kann man sich ja trotzdem mal drinne heilen. So. Ach, wir sind da. Okay. Alles klar. Alter, diese Viecher, diese Brokkoli-Flügelviecher. Lasst mich doch mal in Ruhe. Noch ein Brokkoli-Flügelvieh. Jetzt haben wir's. Wird aber auch Zeit. Oh, Speicherstation. Safe State. So, wo geht's denn hier lang? Achso, ach, das führt hier runter, okay. Ist das hier nicht unten? Ich hab gedacht. Ach nee, hier kommt man einfach nur rüber. Das ist ja super, dass ich mir gerade einen Weg verbaut habe. Jetzt mache ich aber mal den Safe State los. Weil das war wirklich einfach nur Zeitverschwendung. Ich gehe den Weg nochmal, aber diesmal lasse ich mich da nicht durchfallen. Damit ihr seht, dass ich wenigstens den Weg... dass ich den Weg machen werde. So, sogar das Vieh hier abschießen. Ach, wisst ihr was? Ich mache den Weg sogar auch. Nur mache ich diesmal das hier, Ding hier unten frei. So, ich falle auch genauso oft runter. Das ist auch keine Kunst. Das kann ich. Das habe ich lange geübt. Fallen ist eine meiner Spezialitäten. So, runtergefallen. Das Ding kaputt machen. Und da bin ich den Weg nochmal gelaufen. Um zu zeigen, dass ich doch eigentlich ganz nett bin und eigentlich was gegen Cheaten habe. Aber manchmal kann man es nicht ändern. Der Unterschied zwischen den roten und den grünen Krabben ist, dass die roten ihre Augen verlieren, wenn sie sterben. Und die Augen einander nochmal verletzen können. Falls sich das jemand gefragt hat, was der Unterschied ist. Nicht, dass das jemand interessieren würde. Hallo Crate. Safe State.
Das war great. War so ein spannender Kampf einfach. Das war der erste richtige Endgegner. Guck mal, wie er kreischt. Der kleine Putzi. Oh, putzig. Ach, egal, brauch ich nicht. Oh, wie süß. Speed Booster. Laufe, bis ein Temposchub einsetzt, der bestimmte Blöcke sowie Gegner zerstören kann. Wieder aufgefüllt. Und Speed Booster. Hui. Hui. Wieder ein Missile Container. Ich weiß, ich bin ein bisschen sprachlos, aber ich kann zu dem Spiel nicht viel sagen. Was sollst du hier reden? Bei Luffy ist es einfacher. Da hast du auch Konversation. Du könntest die Gegner mal synchronisieren, dass die irgendwas sagen. Aber hier, wie sollst du das bei den Gegnern machen? Die sind viel zu schnell tot. Und bei den Endgegnern, die nicht so schnell tot sind, da musst du dich konzentrieren, dass du nicht tot gehst. Naja. Wieder hier hoch und hier lang und hier da rein. Hier brauchst du übrigens den Speed Booster, deswegen bin ich da noch nicht reingegangen vorhin. Einen Energy Tank. Ich muss zugeben, der Kampf gegen Crate, der war schon total krass. Da kannst du nix sagen, wie krass der war. Der war lahm. Überhaupt keine Sorgen gemacht, dass ich sterbe. Aber wenn ich gestorben wäre. Naja. Und da kommen sie. Die Weltraumpiraten. Mit ihrem Anführer Ridley. Samus Erzfeind. Ja, wow. Ich bin schon geflasht. Ja, also da kannst du nichts sagen. Aber Moment mal bitte, hier scheint gerade die Sonne durch das Fenster. Das macht sich nicht so schön. So. Die Sonne schien durchs Fenster. Und die Shoso-Statue sagt, wir sollen zurück nach Norfair. Und nach dort unten. Und wir wissen alle, was Shoso-Statuen sagen, das ist Gesetz. Also rein. Also hin zu Norfair.
Nee, nee, nee. Wir müssen jetzt übrigens nie wieder zu dem Ort, wo Crate gelebt hat. Der Typ ist super gesetzt. So. Müssen darunter nach Norfair. Dann müssen wir da hoch. Ach ja, die Flamme da oben vor Turan, die sagt einfach nur an, die erste Tür ist geöffnet. Also nichts allzu Spannendes. Ich fühle mich sogar so sicher, dass ich kein Safe State mache und nicht speichere. Hört, hört. Wieder runter nach Norfair. Und schon wieder an einer Speicherstation vorbei. Ich fühle mich aber auch sicher. Das ist ja fast eklig, wie sicher ich mich fühle. So, und ich würde sagen, wir fahren noch nach Norfair und dann machen wir wieder einen Cut. Tschüss, Freunde.